Und jetzt. Oh, oh, sorry, tut mir leid. Nein. Confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. Ja, ist ja okay, Junge. Tschüss. Ja, ist doch gut. Warte mal, was ist eigentlich 4? 4 war das. 3? Ja, war 3? Guten Morgen. So, ein paar auf die Fresse und geht er schon wieder. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Okay, ja, dann ist ja gutes. Ich war eigentlich weg. Also eigentlich wollte ich ja wegspringen, ne? Aber ich habe genau das Tor mehr. Ist ja gut, bisschen Rücken. Ah ja, ist ja gut, muss ich wieder Fackeltrick machen, ist okay. Besser. Immer müssen sie mich alle umbringen, ne? Immer müssen sie mich alle umbringen. Also ja, wie gesagt, ne, jetzt nicht alle Städte. Weil, ich muss ehrlich sagen, es ist auch ziemlich blöd, dass du immer dann zu jedem Einzelnen hinrennen musst. Zu jedem einzelnen Bürger erstmal aufsuchen musst, um ihm dann deine Medizin zu geben. Ich weiß nicht, das hätte ich vielleicht anders gelöst. Ich hätte es vielleicht irgendwie so gemacht, dass es halt eine Sammelstelle gibt. Eine Sammelstelle. Und da gibt man dann alles ab. Und die kann man dann auch nicht, die kann man, weiß ich nicht, wieder dumm machen. Die kann man nicht, oh Gott. Er will schießen. Tja. Gut geschossen, Junge. Sehr gut. Das noch abgewinnen. Oh nein, nicht wieder. Nee, wir machen nicht wieder. Mach nicht wieder auf Gott, Junge. Nee, bitte nicht. Ich brauche keinen Gott, danke. Oh, nee, kann der. Aua. Ist so gut. Nein, nicht auf Gott machen. Nicht Gott. Du bist nicht Gott. Hör auf. Du bist nicht Gott, Junge. Hör auf damit. Oh, hast du getan? Warte. Oh nein. Eine 4. Ich wollte auf 4. Vielen Dank, dass ich durfte. Oh. Nein, falsch. Ich habe falsch. Oh, Baby, ich habe die Chance bekommen. Aber ist nicht schlimm, geil. Wir haben ja ein bisschen Lösung. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt auch keinen Bock, wieder zurückzurennen und die dann zu heilen. Oder muss ich wieder hinrennen? Also, das ist auch so ein bisschen. Oh, nee, weiß ich nicht. Er ist immer dieses hin und her, ist irgendwie bis. Oh Gott, was ist das? Was denn? This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be still, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur.
I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Mal schauen, ob Edgar mehr weiß. Edgar? God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the guard. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Alter. Stole. This is very bad news. Bad news indeed. Was ist los, Doktor? What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned the dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you, as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic. The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Gut. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Ah, okay. Alter, das wird verschmiert. Gut, dann reden wir mal mit Sean Hampton. Wo ist denn das? Wie komme ich denn da? Ah, hier lang? Hier? Achso, hier lang, okay. Was ich zurück zu den Docks, Gott. Wird gemacht. It seems the Prewen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful.
Also wir sind schon bis 16. Tschüss. Warte, ich beiß mal ganz kurz sehr ganz herzhaft zu. Das, oh Gott, nein, nicht wieder auf Gas, nein. Bevor du das noch einmal Maske aufs Maul. So, jetzt beiß ich wieder ganz herzhaft zu und verkopf dich ein bisschen. Jetzt machst du wieder dein der gute Teil der Scheißhacke. Ist okay, ist okay. Der blöde Fackel mit dem Master, ne? Als ob. Wenn wir das Prinzip nochmal leben. Ist okay, ja, ist okay. Prügel mich doch gleich. Ja, natürlich. Da hinten haben wir noch einen Schützen. Yep. Das ist in Ordnung. Oh ja. So, aber ihn weg hier. Ja, ist okay. Ist okay, du mit der scheiß Fackel, Alter, Junge. Rechts doch mal wieder. Ist in Ordnung, Mensch, ja. Was? Ich bin noch ausgewichen. Ja, klar. Mal übertreiben wir auch noch. Ja. Ist in Ordnung. Ach nee, du bist ja echt der... Bist ja der Schlaumeier. Kein Spiel. Kein Spießschneider will ich bei dir benutzen, du Pisser, weil ich meine Energie wieder aufladen. Ist okay, ja? Ist okay. Dann machen wir so. Und komm. Jetzt Energie wieder auf, weg voll ist, Alter. Endlich. Gut, was dabei, du. Eine Bleiplatte. Ist in Ordnung, Alter, als ob du... Ja, natürlich. Nein, nein und nein. Da oben hat Feuer, scheiße. Ich keine Chance mit der Pisser. So. Alter. Einer kommt von oben, einer kommt von hinten, der einer kommt von vorne. Läuft. Ich werde von jedem verprügelt hier im Spiel. Geil. Ich liebe es. So. Ja. Jetzt bin ich ja gleich da.
Jeden Fall ist eine Blutspur. Butcher wird schon immer was gedacht haben, ne? Sie das sollen ja. Ich kenne Videospiele, die sind immer dafür gedacht. Ja, wusste ich doch. Wenn wir es in Blutspuren immer gut. Da war ja richtig viele Schläge. Und jetzt bin ich es doch. Ich dachte schon erst, er braucht hier paar Schläge. Na gut, das ging ja. Ah, ist ja okay jetzt, ne? Das heißt, er muss doch Zivilisten immer killen. Um diese Stufenmenge zu erreichen. Ich meine, er wird doch gar keinem anderes übrig. Ja, ist in Ordnung, Junge. Ja, Leute. Einfach das Prinzip, wenn die keine Energie mehr haben, müssen die noch einmal zuhauen. Das ist einfach so eine Prinzipregel hier. Das ist ein Mülleimer. Da ist eine Kiste, da ist das hier drin. Da ist noch, da ist auch noch was. Da ist noch ein Mülleimer. Ah, da kann ich natürlich wegspawnen, ne? Jetzt war keins. Mika soll sich wegspawnen, danke. So, da hinten. Gut. Ein Redbot. Auf die Art von dieser Gang. Oh, da waren es noch zwei. Oh, der ist schon. Das hol ich mir alles wieder, ne? Das hol ich mir alles von dir wieder. Das hättest du mal nicht tun, so eine Pisser, so. So. Der alte Sack und die guten Manieren. Sie nach dem alten Mann spricht mit ihm. Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Bah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Auf Wiedersehen. Gott, ich will jetzt übernehmen, oder? So erfolgreich. Also, irgendwann musst du ja Zivilisten killen. Also, sonst geht's ja auch nicht anders. Oh ja. Liebe Mutter. Blutiger Brief. Liebe Mutter. Was mir zugestoßen mag. Vergiss niemals, dass dein Sohn dich liebt. Ich weiß, du warst mit meiner Art zu leben nicht immer glücklich, aber ich werde mich nicht ändern. Ich wurde in den Schüttel geboren, aufgezogen. Ich kann es nicht mehr länger ertragen, was man unserer Nachbarschaft antut. Die Leute, die wir kennen, vor kurzem
habe ich eine furchtbare Entscheidung getroffen. Ich beschloss, mich gegen die Tyrannei der wenigen zu erwehren. Ich weiß, sie werden Vergeltung üben, aber ich bin für alles gewappnet. Danke dir, dass ich das Lesen immer. Denn dir habe ich das Lesen immer geliebt. Jetzt, da ich endlich handel, bleibt nur übrig, Etienne de la Beauté zu zitieren. Sie wirken nur groß, weil wir vor ihnen knien. Ich werde nicht länger knien, Mutter. Ich werde aufrecht stehen. Es mich auch kostet. Auf bald, mein Liam oder Jack. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Warte, wo sind wir denn jetzt? Also muss ich Gil empfinden, warte, okay, kann ich ja machen. Limehouse Dog, okay. Western Dogs. Yeah. Seems like the guard of Prewe is on Shorthampton's trail too. Oh ja, fackel deinem Freund, Mann. Ja, ist ja gut. Ja, das ist wehgetan, ich hoffe ja. Wollt ihr alle hier mit? Achso, damit der. Achso, eure Freunde können Feuer ab. Komm mal kurz her. Naja, ich sterbe schon nicht, keine Angst. Flamme ich mal an, wenn ich beiße. Du willst eh, aber. Okay, kommt denn immer wieder oder was? Wir müssen ihn besiegen. Aber ist ja gut. Nerven übelst, ne? Aber egal, die kriege ich schon. Nerven schon trotzdem. Da bin ich zerfleischen, Junge. Ja, ist doch mal gut, Alter. Wie kommen denn noch? Habt ihr jetzt hier mal nachspawnen? Fuck, bin du am Arsch, Alter. You
Weil hier eigentlich jetzt Ärger getroffen wird, ne? Übrigens. War's das? Ach lol, der hatte so ultra viele. Ist ja lustig. Sehr gut. Ah ne, ist das noch nicht. Soll sein können. Nein, gib mir den Energie. Aua. Stop. Beiß, beiß, beiß. Weil ich kann auch jetzt nicht. Ich Energie. Wie viel anders? Nein, jetzt hab. Nein, 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 erstmal. Ja, ein bisschen hier die 1 drücken. Ah, ihr nervt übelst, ne? Ne, ja, so viele Gelder ja auch nicht mehr, ne? Aber nervt. Ja, ist okay. Ist in Ordnung, Leute. Ist in Ordnung. Solange dann mal wieder Jimmy, Jimmy, Alter. Ja, ist in Ordnung, Alter. Ist ja gut, ne? Aua, aua, müssen wir zerfleischen, habe ich schon mal gesagt. Ist okay, Leute. Dann müssen wir jetzt nicht zerfleischen. Jetzt reicht's mal wieder. So. Also, dann waren das jetzt alle, ich hoffe. Fallen mich lieber bevor. Noch einer. Jetzt ein bisschen Blut wiedergeben. Arschloch. So. The wounds on this corpse are deep. The result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Ich glaube, wir haben noch irgendwas eben bekommen, oder? Nehmen wir die. Ah ne, ich wollte die Lokation tot abgeben. I have this first for it's locked. Ist ein Alter, das haben sie jetzt nicht ernsthaft gemacht, oder? Oh. Komm ich hier raus? Ja. Achso, sie. Gehen wir davon aus, sie wollten tatsächlich, wenn man ihr Hauptquest abnehmen, kurz abgeben will, man ja durchkommt. Hm. Was von wo? Oh nein. Jedes Mal, ne? Die hören auch nicht auf. So. Ja, ja, ist ja gut. Ist okay, Junge. Ist in Ordnung. Ja, ich hab's ja verstanden. Ja. Dann nervt ihr mich. So. Wollte eigentlich nur die kurze Quest abgeben. Oh, ne, ernsthaft. Kommen jetzt doch mehr Gegner. Ja, und natürlich noch so einer. Ganz richtig. Wenn natürlich ein Gegner, dann natürlich so einer, weil das habe ich ja. Vielleicht so schön nebeneinander, ihr Pisser. War ein bisschen Pech. Was denn? Ich habe keinen markiert. Okay, egal. Das ging jetzt eben schnell irgendwie. So, der wäre dann auch weg. Boah. Oh Gott, die kämpfen aber auch die Leute, ne? Die kämpfen aber auch, Alter. Ich will jetzt nur mal ganz kurz gegen die Quest abgehen. Oh, wo sind denn die? Einer da unten, Alter, kannst du jetzt nicht runterspringen.
Ja, ich würde auch ganz gern kommen, aber nein, das Spiel meint ja, nee, du runterspringen, das geht ja jetzt nicht. Dann gehe ich halt wieder raus, ja. So kannst du das ausspawnen, als würdest du es da nicht können. Wir sind uns. Weiß, wo ich bin. Die Tür bin ich noch verschlossen, ne? Ich hoffe, ich muss. Ah, hier muss ich aber nicht lang. Oh, danke. Ja, ja, schön. Du musst mir doch nicht mal mit ins Gesicht halten. Oh, cool, geil. Das ist auch mal geil, wenn jetzt. Ich weiß nicht, warum hat man jetzt eigentlich immer dieses mit ins Gesicht? Das finde ich in vielen, vielen. In manchen Games immer nicht schlimm. If not. Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? He's a caretaker for the poor, is he not? Something like that, yes. Sorry, I don't know where he is. Goodbye. Are you certain you're not lost, sir? Ich bin mit dir sicher. You seem quite the stranger to these parts. Dann wird er das für... I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry, your medication... Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Mm. Sorry, what? I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Ja, ich bin Arzt, das stimmt schon. What brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. I found this watch. It was a gift from you to your boy, wasn't it? I think it should return to you now. Oh, I remember. Yes, I recall the day I offered Jack this watch. Oh, it was such a beautiful day. Thank you, sir. Trinkets and possessions help us remember our past. Promise me you'll not lose it. I would never lose anything that belonged to Jack. Why don't you take this? Dr. Tippett's? Please, for your charity. Interessant, danke. I'm looking for a Sean Hampton. Do you know where I might find him? Sean Hampton, you say? Oh, the name does seem vaguely familiar, but alas, I cannot recall from where. Okay. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett's. What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course. Ach du Scheiße. Der hat wirklich eine Art Demenz. Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all. I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Jack is dead, Miss Gillingham. Of course he's not. I've seen him. Tonight, in fact. Ever the joker, Dr. Tippett's. Ja Gott. Goodbye, Miss Gillingham. Und tschüss.
Und von der Brief. Redney, ich habe gerade erfahren, was heute Nacht passiert ist. Ich bin zu deinem Haus gerannt, aber du warst schon weg. Also schreibe ich dir diese Nachricht. Hast du ihn wirklich getötet? Ich kann es nicht fassen. Warum? Was ist passiert? Ich muss wirklich dringend mit dir reden. Bitte setz dich irgendwo mit mir in Verbindung, wenn du diese Nachricht erhältst. Da ich weiß, dass du zu großer Vorsicht neigst, um dir zu beweisen, dass es keine Falle ist. Lass uns einen Kennzeichen als vereinbaren. Ich pfeife meinen Namen, Jay. Meinen Namen, Jack, im Morsecode und zu deinen. Und du deinen, Ordnung? So weißt du, was das hier ist, wenn ich bin. Momentan ist es gut, dass du dich versteckst. Die Red Boot Boys machen die ganze Gegend unsicher und lassen alle wissen, dass sie jemanden bestrafen werden, der einen von ihnen getötet hat. Bin sicher, wir können diese Angelegenheit irgendwie regeln, sobald sich die Gemüter beruhigt haben. Mit einem Mann, der sich in der okay, wir haben eine neue Quest freigeschaltet. Cool. Ja, gut. Ich würde jetzt aber sagen, dass ich jetzt so lange mal hier ein kleines Folgenpäuschen mache. Dann kann ich ja mal speichern, ne? Hoffe ich mal. Ich mache hier ein kleines Folgenpäuschen und wir machen beim nächsten Mal weiter bei Let's Play Vampire. If not, I'll find you something. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Haut rein. Bis dann und tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein.